Das ist, wenn du jetzt anfängst neu, also wenn du das Spiel und diese Mission, was ich vorhin erzählt habe, wenn du die Genau. machst, zum Beispiel, du hast ein großes Feld, wenn du jetzt die Gold Crest nimmst, hast ein großes Feld und musst Rüben roden oder halt Kartoffel ernten. Da kriegst du die meiste Ja. Knete für, weil meistens dir gleich eine Zeit veranschlagt wird von, sag ich mal, 2,5 Stunden. Na? Minimum. Minimum, ja genau. Und wenn du das Feld dann mit diesem Tempomaten-Glitch fertig erntest, kriegst du halt, weiß ich nicht, wie viel sind denn das? 180.000 oder so kriegst du meistens, ne? Ja. 180.000 Ja, und dann ja. kriegst du Und dann nochmal, kriegst du einen Zeitbonus. kriegst du den Zeitbonus. Das Wenn du ist dann auch noch fertig mal so früh. bist, das ist dann auch nochmal so Obwohl ich viel, habe auf also. Feld 5, ich habe das mit Rübenernte auf Feld 5 gemacht, ich habe da knappe 500.000 gekriegt. Und der Geldglitch ist, du gehst zum Händler, verkaufst beim Händler was, also ein Fahrzeug, gehst vom Händler weg, gehst wieder hin, drückst wieder die Verkaufstaste, obwohl nichts draufsteht auf dem Feld, und verkaufst das Fahrzeug praktisch wieder. Und kriegst wieder das Geld dafür. Das ist der Geldglitch. So oft wie du Solange bis willst. du das Spiel verlässt und wieder neu startest. Also du kaufst da jetzt zum Beispiel, du hast am Anfang einen Mähdrescher. Den Mähdrescher verkaufst gleich. Der bringt da, weil er über 73 Betriebsstunden drauf hat oder so, bringt er da vielleicht noch 20.000 24.000, oder so. ja. Ja. Dann kannst du also mit dem ersten Mal schon zweimal machen und hast schon mal 50.000. Dann kannst du das so lange machen, bis du einen teuren Traktor kaufen kannst, als Beispiel. Dann kaufst den gleich wieder, dann kriegst du ja mehr Geld, weil der ja noch ziemlich neu ist und dann kannst du dementsprechend hocharbeiten. Dann kannst du halt dann auf die Schnelle mal so 7, 8 machen, wenn du meinst. Aber es nimmt halt die Spielfreude. Ja, richtig. Auch nicht mehr so viel. Das haben sie alles ein bisschen richtig. 120 Minuten eingestellt. Wenn der Windrad da war, ein Windrad gehabt haben, haben sie das nächste gekauft und dann ist es aufgegangen. Das ist aber auch ein Riegel vor Platz hast. Da kannst du ja Windräder kaufen, so viel du willst. Das hilft dir aber nichts, wenn du dann keine Fahrzeuge mehr kaufen kannst. Ja, super. Super. Ja, da gibt es aber genügend, die das so machen. Hast du den Ding nochmal umkonfiguriert? Den wen? Deinen kleinen Welchen Club? Zwillingsbereiften Black Beauty? Wieso klein? Nee, ich Weil hab das den kleiner einfach. ist. Ja. Nee, Brauchen die gar nicht ich hab rein. die Zwillingsbereifung habe ich nur abgemacht, weil ich mit den Zwillingsbereifungen jedes Mal, wenn ich vom Mais hochfahre, von der 26, irgendwo Zwillingsbereifung an den Laternen hängen bleibe. Und braucht er das ja eigentlich auch nicht. Nee, weil ich stelle ja die Hänger bloß nur noch oben ab, außer die ersten zwei, drei Eben. Male. Eben. Also von daher.